Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir uns den letzten Arena-Orden geholt. Wir kommen dem Ende dieses Spiels immer näher. Ganz im Hintergrund sieht man schon das letzte Versteck, das wir heute raiden werden. Also das Versteck der Feenmitglieder oder wie die Bande ja auch heißt, die Ruckbart-Bande. Wir werden heute das Versteck von denen stürmen. Aber vorher habe ich natürlich wieder ein paar Pokédex-Einträge für euch, die ich über die nächsten zwei Folgen aufteile. Es sind 24 in das Stück und drei davon sind tatsächlich sogar Event-Pokémon, also die ich über Geheimgeschenke bekommen habe. Und ich würde sagen, wir legen einfach instant mit den Pokédex-Einträgen los. Hier ist aber noch vorher ein Zeitstempel über mir, falls ihr die Pokédex-Einträge überspringen wollt. Und jetzt auf an die Einträge. So, als allererstes habe ich für euch Schnepke, das Schneehut-Pokémon. Man sagt, dass Schnepke den Häusern, die es besucht, Wohlstand bringt. Es kann Kälte von bis zu minus 100 Grad Celsius ohne weiteres überstehen. Dann haben wir hier direkt als nächstes eine der Entwicklungen von Schnepke, nämlich Frostege, das Schneegebiets-Pokémon. Sein minus 50 Grad kalter Atem friert Beute ein. Es soll diese dann an einen geheimen Ort ausstellen. Ach, wie eine Galerie, oder wie? Und als nächstes haben wir Frigometri, das Kristall-Pokémon. Dieses Pokémon nutzt seine Ketten aus Eis, um Gegner zu umschlingen und sie auf der Stelle gefrieren zu lassen. Und als letztes habe ich für euch Kolowal, das Landwall-Pokémon. Im Horn seines Oberkiefers speichert es Eisenergie, wodurch dieses eisige Temperaturen annimmt und sein Umfeld einfriert. Ich wollte euch eigentlich ein anderes Pokémon vorlesen, aber komischerweise ist es nicht im Pokédex. Wahrscheinlich brauche ich den Aftergame-Content Pokédex, um das eine Pokémon euch zeigen zu können. Also ich sag nur, es ist ein legendäres Pokémon. Aber im jetzigen Pokédex nicht vorhanden, deswegen seht ihr dazu den Eintrag noch nicht. Naja, jedenfalls ist als nächstes Noir dran, euch was vorzulesen. Viel Spaß, Noir. Yay, ich darf anfangen und dann gleich mit so einem süßen Pokémon. Das ist Knuddeluff, das Ballon-Pokémon. Sein dichtes, flauschiges Fell fühlt sich so toll an, dass man nicht aufhören kann, es anzufassen. Als nächstes wäre hier Botogil, das Lieferanten-Pokémon oder wie Shining es nennt, das Weihnachts-Pokémon. Es trägt immer Nahrung bei sich. Wird es attackiert, wirft es diese nach dem Angreifer, um sich zu schützen. Oh, wie süß! Das ist Kirlia, das Emotions-Pokémon. Die fröhliche Stimmung seines Trainers ist die Quelle seiner Psychokräfte. Wenn es glücklich ist, tanzt und dreht es sich. Und hier haben wir direkt die wunderschöne Entwicklung von Kirlia. Das ist Gardevoir, das Umarmungs-Pokémon. Steht es mit seinem Trainer im Einklang, bringt es seine größtmöglichen Psychokräfte auf, um ihn zu beschützen. So, Drim, du bist dran. Ja, jetzt bin ich dran, Leute. Hier haben wir als erstes direkt Belzebub, das Schellen-Pokémon. Es absorbiert negative Gefühle und wandelt sie in Energie um. Bei Pessimisten ist es sehr beliebt. Papa, bist du das? Hier haben wir direkt die Entwicklung von Belzebub. Olanga, das Muskelaufbau-Pokémon. Es ist in den Tiefen von Wäldern zu Hause. Trotz seiner stattlichen Entwicklung hört es nicht auf, Schabernack zu treiben. So, als nächstes haben wir Sneebel, das Stichklauen-Pokémon. Diese raffinierten Pokémon arbeiten bisweilen zu zweit, um Nester auszurauben. Während eines die Eltern weglockt, holt sich das andere die Eier. Und als letztes haben wir hier meinen persönlichen Favoriten. Rasaf, das Schweinsaffen-Pokémon. Der Theorie eines Forschers zufolge schäumt Rasaf sogar im Inneren vom Pokéwellen weiter vor Wut. So, Shining, jetzt bist du dran. Rette den Tag und vernichte Team Star. Ja, Leute, ne, das waren noch ein paar interessante Pokédex-Einträge. Ich muss mich nochmal korrigieren, es ist nicht ein Pokédex-Eintrag, der fehlt, es sind zwei. Also, die ich jetzt gerade nicht vorlesen kann. Ich habe noch ein zweites Pokémon nicht im Pokédex gerade finden können. Also zwei kriegt ihr erst nach Abschluss der Hauptstory offenbar, wenn ich nochmal einen anderen Pokédex bekomme. Aber wir können das hier jetzt abstauben. Ein Turboball. Noch fünf Einträge, dann kriege ich wieder was. So. Ich würde sagen, mischen wir die Feenmitglieder auf.
Es regnet. Wir nähern uns dem fünften Versteck. Ach, Leval. Ach, kein Ding. Wie spielen wir den auf? Ich versuche nicht zu eskalieren, keine Sorge. Ich versuche, mich ruhig zu verhalten. Ist er jetzt Mitglied von Team Star? Kann sein. Klar. Die alten Knacker mal fertig. Mit Lucario an vorderster Front. Sternenhieb. Ich habe jetzt nicht auf das Level geachtet. So, jetzt mal kurz auf das Level achten. Level 49, wir werden es hier leicht haben. Das wird ein Klacks. Ich höre ein Gespenst. Ich werde mich schon zurückhalten bei ihm, keine Sorge. Mach das ruhig. Ringeling. Er ist ihr Mechaniker? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es der Mechaniker ist. Ich glaube, die Kampfmitglieder waren deutlich stärker. Ich höre schon die ganze Zeit ein Gespenst. Wo steht es? Ist es da drin? Ach, klingeln wir einfach.
Ja, das stimmt. Das wird ein Kinderspiel. Darf ich mal das nächste Pokémon losschicken? Danke. Dauert Ewigkeit, bis ich ein Pokémon losschicken darf. Easy. Ihr könnt nix. Boah, es dauert 10 Jahre, bis ich meine Pokémons losschicken darf. Sind, glaube ich, die letzten, oder? Ja. Und schon vernichtet. Der Schutzfall ist durchbrochen. Jetzt muss unser Boss auf den Plan treten. Ja, bin ich. Du kannst auf jeden Fall mit einem Stab umgehen. Oh, wie süß. Na zu, Meryl. Ja, das haben die anderen auch so ungefähr gesagt. Dann habe ich das hier gemacht. Sie gewonnen. Ach nee, du überlebst einen Schlag. Okay. Eingebildetes Kind. Dein erstes Pokémon ist schon kaputt. Weißt du was? Komm mal raus, Espinodon. Wir nutzen jetzt Terra. Ich weiß, dass Drachen gegen Feen-Pokémon nichts ausrichten können. Aber sein Terra-Typ ist ja Stahl. Genau das nutze ich. Terra-Ausbruch. Easy. Als nächstes kommt Backe. Darf ich dir auch einen wunderschönen Metallblock zeigen? Obwohl, Klumpen trifft es eher. Natatox? Sind wir so weit schon? Also dich maßlos überschätzt das, Junge. Nebelerzeuger. Ah, okay.
Ich mach trotzdem einfach Terra-Ausbruch, ne? Zauberturbo. Du bist nur Level 50. Die mal easy platt. Tja. Ich hab einen Beulenhelm auf dem Kopf. Und du jetzt einen Metallklumpen im Gesicht. Ich hab sie schon wieder komplett vernichtet und das eskalieren lassen. Ja, die haben ja dann später einen Knattertox genutzt. Wir wissen ja, dass sie es geschafft hat, ne? Die hätten wir damit auch vernichtet. Ich habe jetzt eher an Zauberturbo gedacht. Eine gute Frage. Das ist generell ein Problem in der gesamten Welt.
Interessant. Also das war rührend. Ich habe so eine Vermutung, wer der eigentliche Chef ist. Ach, danke. Die nehme ich immer gern. Und ein paar TMs, die ich wahrscheinlich eh schon habe. Wo ist Big Boss? Das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht. Und ich kann mir auch vorstellen, wer Cassiopeia wirklich ist. Nämlich die, die uns die ganze Zeit immer das Zeug gebracht hat. Gerade haben wir Nacht. Aber wir werden dort erst beim nächsten Mal hinziehen. Wir werden beim nächsten Mal gegen Cassiopeia kämpfen. Eventuell auch nochmal die Schule besuchen, gucken, ob sich da was geändert hat. Und nach Cassiopeia werden wir uns auch der Pokémon-Liga annehmen. Rechts laufen jetzt erstmal alle Pokémons offenbar runter, die ich gerade eben fertig gemacht habe. Naja, jedenfalls Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!